Eine echte Prinzessin als Freundin oder als Frau ist dein Ziel? Du glaubst damit, in eine königliche Familie einziehen zu können? Dann solltest du Sand nicht hassen. Vivi, die bereits ein D in sich hat, könnte deine nicht ganz so jungfräuliche Waifu werden. Ihr Sexappeal-Rating gibt es am Ende dieses Videos. Vivi war vor dem Timeskip 16 Jahre alt. Lasst uns deswegen aus Gründen der Legalität über die 18-jährige Vivi nach dem Timeskip sprechen. Sie steht auf Entenrennen. Wenn du also eine lahme Ente bist, wirst du nicht von ihr geritten. Als Kind spielte sie im Sandkasten. Heute lässt sie mit sich im Sand spielen. Sie ist es gewohnt zu regieren, also hör lieber auf sie. Sonst wird sie dich mit Backpfeifen maßregeln. Trotz ihrem scharfen Sinn für Diplomatie und Überredungskunst heult sie schnell, also hol dir schon mal Nerven aus Stahlseiten. Neben ihrem scharfen Sinn dafür ist sie mit ihrer Größe von 1,69 und blauen Haaren auch scharf anzusehen. Denn trotz dem Tragen von langen prüden Kleidern ist sie jung und schön. Als Agentin der Barockfirma sah sie älter aus, aber das macht das Leben als Agentin oder Soldatin einfach mit einem. Die Wüstenluft hat ihr zu neuer Frische verholfen. Das ändert nur leider nichts daran, dass sie Sand in der Ritze hat. Auf der Sexappeal-Skala ist sie eine starke 8. Auf dem Waifu-Meter ist sie eine 3. Sorry, aber sie wird wahrscheinlich mit einem Prinzen verheiratet. Und da sie bereits ein D in sich hat, ist da auch für dein D kein Platz mehr. Falls dir dieses Video gefallen hat, lass uns einen königlichen Kommentar da. Wenn du eher auf pinkhaarige Frauen stehst, die mit dir ein All-You-Can-Eat-Buffet überfallen, dann schau nächste Woche rein, wenn Jewelry Bonnie im Waifu-Meter mitmacht. Unsere Partner sind unten in der Beschreibung verlinkt. The All Blue! The All Blue is real!